schmeckt fast wie so eine Art Marmelade, ey. Ich befinde mich gerade in Saint-Laurent-sur-Mer. Allen besser bekannt als Omaha Beach. Aber der scheint ziemlich massiv zu sein. Captain, bloß nicht schießen. Wir gehen jetzt aber ins Museum. Die hat mir gesagt, ich darf nicht filmen, aber Fotos darf man machen. Ich habe keine Ahnung wieso. Und die haben überall Kameras. Zum Glück habe ich so eine kleine Kamera. Die checken das doch gar nicht, ob ich filme oder nicht. Okay. Es conflict. Conflict. Es cannot entend. Ich habe richtig geil gepennt, ey. War nur ein bisschen kalt. Aber Leute, zieht euch die Aussicht rein. Also ich habe noch nicht rausgeguckt. Guys, das ist so geil. Zieht euch rein. Also ich döse jetzt hier noch ein bisschen rum. Guck aufs Meer. Und dann geht's los. Geil, Alter, neuer Tag. Guys. Ich hab aus Versehen zu lang geschlafen. Ich bin dann nochmal vorhin pennen gegangen. Aber ich zeig euch jetzt die Früchte, die ich gestern gekauft habe. Übelst geil. Und zwar, ich habe schon einen Teil davon gegessen. Alter. Das ist der beste Pfirsich, den ich jemals gegessen habe. Ohne Witz, Leute. Der schmeckt wie ein frischer Sommermorgen auf Omaha Beach in Nordfrankreich, wo ich mich gerade befinde. Das trifft es perfekt. Als nächstes die Aprikose. Was? Leute, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie eine Aprikose probiert bis heute. Extremst cremig und süß. Alter. Schmeckt fast wie so eine Art Marmelade, ey. Guys, als nächstes eine Mirabelle habe ich in meinem Leben noch nie probiert. Schmeckt so geil. Schmeckt so ein bisschen wie Pflaume. Aber anders. Also ein bisschen Pflaume, aber extrem süß. Traube, genau. Und ein bisschen nach Traube. Dann weiter. Pflaume. Mmh. Schmeckt wie in meiner Kindheit. Extrem süß. Und Pflaume halt. Ich befinde mich gerade in Saint-Laurent-sur-Mer, allen besser bekannt als Omaha Beach. Das, was ihr hinter mir seht, das ist ein Denkmal, was zu Ehren der alliierten Streitkräfte aufgestellt wurde und somit auch hier das allerwichtigste Denkmal darstellt. Denn am 6. Juni 1944 haben nämlich die Amerikaner sich beschlossen, in den WW2 einzumischen und damit hat sich dann das Blatt gewendet und den ganzen Verlauf des Zweiten Weltkrieges beeinflusst. Was haben die Amerikaner gemacht? Nun ja, sie haben einfach Truppen geschickt und einen Brückenkopf errichtet. Mit Hilfe von diesem Brückenkopf haben sie einfach immer mehr Truppen in dieses Gebiet ausgesendet und dadurch konnten sie weite Teile des Gebietes einnehmen und das von den Nazis zurückerobern. Und so ging das dann los. Die
Rückeroberung Frankreichs oder auf Spanisch Reconquista. Hier habt ihr auch die Flaggen, alle die da mitgemacht haben natürlich, das sind die Flaggen der Alliierten. Da war Dänemark mit beteiligt, ja, natürlich Frankreich, Großbritannien, Holland, dann Belgien, Kanada, ja, natürlich die USA und Polen. Hier ist auch ein extrem beliebter Touristen-Hotspot, ist ja logisch. Und zwar werden die da mit Hilfe der Shuttlebusse abgefertigt. Das heißt, also ich habe mir das jetzt schon ein paar Tage beobachtet, ich bin da seit 2 Tagen hier. Und da kommen immer Busse an und dann kommen da eine Ladung Leute raus aus allen Teilen der Welt. Und dann versammeln die sich hier. Am krassesten ist es tatsächlich kurz nachmittags, dann ist hier alles voll. Aber es ist unter der Woche zum Glück, ist nicht so viel los. Ich war nämlich hier auch in einem Museum unterwegs und bei diversen anderen Denkmälern. Das werdet ihr gleich alles sehen. Hier schon mal der erste Panzer. Ich habe noch nie einen Panzer vom Nahen gesehen, geschweige denn angefasst. Ziemlich geiler alter Scheiß. Boah, krass, ey. Krass. Guckt euch an, hier von hinten. Ich glaube, die hatten auch, ich weiß jetzt nicht, ob das die Amerikanischen waren oder die Deutschen, die hatten auf jeden Fall einen Schwachpunkt hinten gehabt. Aber der scheint ziemlich massiv zu sein. Und hier kann man auch reingucken. Tschüss. Guckt mal rein. Also ich glaube, ihr könnt jetzt mehr sehen als ich. Und so sieht das Ding von vorne aus. Bonjour, das ist ein... Sherman, ist ein amerikanischer, ein Ami-Panzer. Naja, da sind die Einzelheiten, falls euch interessiert hier. Ich gehe aber weiter. Boah, hier ist ein riesen Flak, ey. Guckt es euch an. Captain, bloß nicht schießen. Ja, das Ding ist auch schon verblombt. Ist nichts drin. Aber auch noch nie angefasst, geschweige denn gesehen. Erledigt. Boah, ich will mir das Ding aber nochmal von nahen angucken. Boah, richtig crazy, ey. Und hier ist das gleiche Ding. Aber schießt nach oben. Was zum Geier ist das denn? Ist das nicht dieses, was die Leute immer sagen, dass die Nazis damals ein UFO erfunden haben? Also das UFO erfunden haben? Könnte es doch sein, oder? Ich will da aber auch mal reingucken, wie es da drin aussieht. Deswegen muss ich hier... Ach krass. Ja gut. Guckt es euch an. Verrückt. Okay. Also was war das? Die Glocke. Folgendes, das Ding wurde von den Franzosen erfunden, nicht von den Deutschen. Aber nachdem die Deutschen erobert haben, also 1940, haben die das Ding übernommen und selber einen Bunker draus gebaut. Sah dann so aus. Das heißt, das Ding kommt einfach ganz oben auf dem Bunker drauf und das ist halt aus massivstem Stahl und da kommt halt keine Kugel durch.
Jetzt gehen wir aber weiter. Wow, Alter, wie es hier aussieht. Sieht aus wie in Amerika, Alter. Hier ist noch so ein Flak. Auch noch nie angefasst. Flak 38. Ist ein deutsches Teil. So, wir gehen jetzt aber ins Museum. Oh, was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Sieht aber auch scheiße alt aus. Fühlt sich auch scheiße alt an. Die hat mir gesagt, ich darf nicht filmen, aber Fotos darf man machen. Ich habe keine Ahnung wieso. Und die haben überall Kameras. Direkt nachdem ich das Museum betrat, wurde ich von einer Menge Sachen visuell erschlagen. Eine komplette Reizüberflutung, wenn ihr mich fragt. Dort gab es eine Menge alter Ausrüstung aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Es gab alte Uniformen, Waffen und Gegenstände. Die hatten sogar teilweise ein Flugzeug im Museum. Hier nochmal ein Bild mit sehr, sehr viel Ausrüstung von damals. Sowohl von der Wehrmacht als auch von den Amerikanern. Es gab auch alte Schilder von der Wehrmacht. Wehrmachtskommando. Die Deutschen, die da waren, fanden dieses Wortspiel sehr amüsant. Und ich natürlich auch. Auch ziemlich interessant fand ich, dass es über den D-Day einen Comic gab, der den ganzen Verlauf der Operation darstellte. Selbst alte Sachen der Sowjetunion konnte man in dem Museum finden, wobei ich denke, dass dies doch etwas fehl am Platz an diesem Ort ist. Ein altes Militärfahrrad, auch sehr interessant, es war ein Triumphfahrrad, genau wie das Motorrad. Hier seht ihr eine alte Soldatenuniform der Wehrmacht mit der legendären MP40. Leider war hier Anfassen verboten, hab nämlich noch nie eine MP40 angefasst. Es waren auch sehr viele Leute da, es gab quasi nur diesen einen Gang durchs Museum, etwa 20 Meter lang, und auf der rechten Seite waren dann die ganzen Ausstellungsstücke. Natürlich gab es auch sehr viel zu lesen zum D-Day und zu den Waffen, wie zum Beispiel hier zur Panzerbüchse, welches die Wehrmacht von den Sowjets erbeutet hatte und sie im weiteren Kriegsverlauf an der Westfront einsetzte. Hier seht ihr auch einmal die Uniform eines alliierten Soldaten und die Flagge der 1. Landungsdivision. Es gab auch eine Miniaturdarstellung des D-Days und wie die Operation damals verlaufen ist. Zur Veranschaulichung, das Monument vom Anfang des Videos befindet sich ungefähr hier. Auch sehr interessant, ein altes Werbeplakat von Fanta. Und hier eine alte Zeitung, die von der Westfront berichtet und dass die Wehrmacht eigentlich alles im Griff hätte. Aber zum Glück habe ich so eine kleine Kamera. Checken das doch gar nicht, ob ich filme oder nicht. Okay. Geiler Globus. Das ist schon gut.
Oh, hier, dit is een panzerfaus. Hier had ik het net over. Oh, ja. Oh, die staat er wel. Hij wil gelijk zo'n een rompelknuppel. Hij wil gelijk een rompelknuppel. Boah, zieht euch das rein. Oh, warte, ich habe das andere Ding noch gar nicht angefasst. Und so, zieht euch das rein. Hier ist ein alter Motor von einem Flugzeug. Mega krass, auch noch nie gesehen, geschweige denn angefasst. Geil, ey. Boah. Geiler Scheiß. Ach, das ist ein Scheinwerfer. Auch noch nie gesehen, geschweige denn angefasst. Und hier ist auch eine Flak. Hier ist auch dieses Teil für die Flugzeuge mal abzuknallen. Geil, ey. Auch noch nie angefasst. Oh, ich habe heute so viele Sachen schon angefasst. Das ist einfach geil. Boah, was ist das denn? Das ist so ein altes Landungsboot, Leute. Krass, ich wusste gar nicht, dass die aus Holz waren. Ich dachte, die wären auch aus Metall. Die haben die wahrscheinlich schnell zusammengezimmert. Aber kann man denn da reingucken? Wo sind denn hier eigentlich die Kameras? Ich guck mal, ob ich hier hochkomme. Okay, da sieht man nichts. Ist mir kalt, ey. Ja, ich gehe jetzt auf jeden Fall wieder rein. Also was ich jetzt verstanden habe, ist Folgendes. Das gehört alles irgendjemandem oder irgendeiner privaten Organisation. Und die haben hier die ganzen Sachen, quasi die vom D-Day, ich sag mal, erworben haben, haben die dann hier platziert. Geniale Geschäftsidee, wenn ihr mich fragt. Boah, zieht euch rein. Boah, was für eine Patrone, ey. Junge, die ist extrem schwer, die wurde bestimmt mit 2 oder 3 Leuten geladen. Guys, wir gehen jetzt da hoch. Da gibt es eine Gedenkstätte mit so einem Stern drauf. Ich habe es tatsächlich noch nicht gegoogelt und weiß noch gar nicht, was das ist. Deswegen ist das auch neu für mich. Und zwar zweite Division der Infanterie
den zu ehren wurde das Ding hier gebaut. Könnt ihr euch hier einmal durchlesen. Also Geist, hier ist auch direkt ein Bunker dran. Dieser ist offen. Crazy. Hier ist sogar die Flak. Natürlich auch alt, schon halb verrostet. Und scheiße geil. Ich frag mal, was die denn hier so gemacht haben. Die saßen ja dann hier so rum und haben gewartet, bis jemand kommt. Und haben die einfach draufgeballert. Verrückt. Bonjour. Ich spreche noch kein Französisch. Also in Spanien. Es ist ein Flak. Kommt Flak. Es kann nicht entdehen. Okay. Kann nicht entdehen. No, Flak. Ratatatatatat. Ah, okay. Auf jeden Fall geiler Bunker. Ach, das ist das Rohr. Sieht man da was? Zum Glück ist da keine Patrone drin. Ansonsten wäre es nicht gut ausgegangen für uns. Ja gut, wir gehen jetzt weiter und zwar gibt es da hinten noch so ein extra Monument für die ganzen Leute, die Native Americans, die auch in der Army gekämpft haben. Da kommen wir jetzt gleich hin. Das ist der Charles Shay. Das war ein Native American, der war, nennt man die Leute, die anderen Leute, die verletzt sind, quasi vom Schlachtfeld holen und die dann pflegen, Medical irgendwas. Auf jeden Fall wurde das ihm zu Ehren errichtet. Ja, und hier steht's noch, der hat irgendwie einen Silver Star bekommen. Ja, und er war bei der ersten Infanteriedivision dabei, als die Amis hier den Brückenkopf auf der Normandie errichtet haben. Verrückt. Aber mega interessant auch. Also ihr könnt euch das auch durchlesen, wenn ihr Bock habt. Da steht auch, welche Stämme dabei waren, also von den Native Americans. Hier ist auch so eine Schildkröte, die symbolisiert für viele Völker der Native Americans. Laut deren Mythologie, heißt das so, oder Religion, trägt die Schildkröte Mutter Erde auf ihren Rücken. Und dieses Ding hat der Neffe von dem Charles Shay gemacht. Nice. Guys, wir sind hier bei der Bunkeranlage.
Hier ist das nochmal alles in Stein gemeißelt. Und zwar 1917, 1918, Erster Weltkrieg. Aber könnt ihr euch hier nochmal durchlesen? Und hier auf der anderen Seite seht ihr im Zweiten Weltkrieg, beim WW2. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es ganz viele Tote gab auf beiden Seiten. Also sowohl bei den Achsenmächten, in dem Fall bei Deutschland, und auch bei den Amis, bei den Briten und bei den Franzosen natürlich. Wir gehen jetzt gucken, ob wir in den Bunker reinkommen. Also man kommt leider nicht in den Bunker rein, der ist nämlich hier abgeriegelt. Aber da drinnen, also da drinnen ist ein wirkliches Abwehrgeschütz. Guckt es euch an. Leute, das ist absolut verrückt, wenn man hier so rumläuft. Aber sich einem erstmal bewusst ist, dass vor genau 78 Jahren war hier nämlich alles voller Blut. Deswegen wird das hier auch Bloody Beach genannt. Das ist absolut crazy, ey. Diese Felsklippen sind absolut magisch. Ich möchte noch einmal die Chance hier nutzen, lieber diese Seite, mich nochmal bei euch bedanken, dass ihr zuschaut und dass ihr Teil der Community seid. Also ein herzliches Danke von mir und Liebe geht raus an alle, auch an die, die noch nicht abonniert haben. Abonnieren! Guys, schon wieder ein Bunker. Aber dieser hier ist leer. Ist ja widerlich. Da hat jemand in den Bunker geschissen, Alter. Kann man es sehen? Das waren die Franzosen. Ich habe gerade noch mit dem Typen gequatscht, aber off-cam. Der hat mir gesagt, der kommt aus Stuttgart und der hat da nachts heute reingeschissen. Ist das ein Hobby von den Leuten oder was, in einem Bunker zu scheißen? Tatsächlich habe ich auch noch nie in einem Bunker geschissen. Klingt verlockend. Während ihr euch das alles gerade angeguckt habt, habe ich hier auf euch gewartet, um euch nochmal Danke zu sagen, dass ihr zugeschaut habt. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Und zwar hier abonnieren. Da. Bis zum nächsten Mal. Da habe ich doch in meiner Aufregung eine Sache vergessen. Und zwar, ich habe das Ding noch gar nicht angefasst. Das machen wir jetzt noch eben kurz. Und danach kommt der Abspann. Oh, geil. Ist aber nicht so alt, wie ich normalerweise, wie ich es mag.